generalisierte Ängste sind Sorgen mehr. Und Sorgen, die sich wirklich auf alltägliche Probleme beziehen, dass er wie jeder Mensch kennt. Also sagen wir, man Sorgen um Finanzen, um Gesundheit der Kinder oder der Eltern, die sich aber in so einem Ausmaß anfangen zu verstärken, dass das einfach sehr viel Raum einnimmt und eigentlich nicht mehr logisch nachvollziehbar ist. Bei der Geburt schon kann es Unterschiedlichkeit geben, dass Leute einfach empfänglicher sind für Ängste per se. Und dann aber sicher auch, wenn eine Person in einem Umfeld aufwächst, wo vielleicht ein Familienangehöriger krank ist oder im Sterben ist oder wenn finanzielle Nöte, reale Nöte herum sind und die Eltern dann auch Angst haben und gestresst sind, dann prägt das natürlich ein Kind. Und das kann natürlich ein Faktor sein, wo dann auch das Kind eine Ängstlichkeit entwickelt und später auch eine generalisierte Angststörung. Es kann auch sein, beispielsweise eine überfürsorgliche Mutter, die dem Kind all Steine aus dem Weg legt und sehr beschützend ist und das Kind dann aber gar nicht mit wirklicher Angst konfrontiert wird, aber das immer hört. Du musst aufpassen, rauszugehen oder zieh dich warm an und so weiter. Oder hast du ein Sandwich dabei in der Schule? Also immer so Hinweise, wo dann das Kind dann übervorsichtig wird und dann auch eine generalisierte Ängstlichkeit kann entwickeln. Körperliche Symptome sind ähnlich wie der Phobie eigentlich, also auch mit Schweiß, Zittern, Herzrasen, Schwindel, auch ein Starren. Das ist wirklich ein ähnliches Bild. Man kann sagen, dass einfach dort per se ist einfach ein höherer Stresslevel. Also der Körper ist immer so ein bisschen auf Spannung aus und einfach eigentlich so eine Daueranspannung. Je länger halt so generalisierte Ängste bestehen, desto länger braucht es natürlich auch, um die zu behandeln und zu therapieren. Und deswegen, je früher man sie kennt, umso besser. Dann schaut man sicher, welche Faktoren Belastungsfaktoren sind, wo man dann wirklich anschauen kann, dass man die dann kann, vielleicht auch anders sehen kann. Und dann wirklich einfach probieren, auch quasi gedanklich, die Ängste sind ja wirklich immer Zukunft gerichtet. Also das heisst, Gedanken gehen immer in die Zukunft, das könnte alles Schlimmes passieren mit dem Kind oder meiner Mutter oder mit den Finanzen. Dann wirklich probieren, auch gedanklich, dass die Leute ins Jetzt zurückkommen können und einfach wirklich im Moment mehr probieren zu leben und Zukunftsgedanken mehr mit Hoffnung verpacken. Viel ist auch zu empfehlen mit vielleicht Atemtherapie begleitend oder progressive Muskelrelaxation. Das ist so bewusst Anspannen und Entspannen, dass die Person eigentlich wieder lernt, Kontrolle zurückzugewinnen über Anspannung und Entspannung.